Oh mein Gott, ich habe so nice Sachen gefunden. Unter anderem diesen Michelangelo in der Giant Version von damals 1989, Mirage Studios. Heutzutage gibt es die auch wieder. Vor allem in Amerika großflächig. Die Classic Turtles wurden da nochmal neu aufgelegt. Aber die alten sind natürlich was ganz Besonderes, ja. Und die Story zu diesem Fund hier ist relativ simpel. Ich war auf dem Flohmarkt unterwegs, mir kam eine Dame entgegen mit einem Korb, da lag der drinne, da hat man den Kopf gesehen. Ich habe gefragt, hey, was soll der Turtle da kosten? Und sie meinte, pff, nicht viel, es waren circa 5 Euro, die ich hier bezahlt habe. Ja, und ich wusste dann natürlich, du pass auf, die Dame hat vielleicht noch ein bisschen mehr. Hab abgewartet, bin dann wieder zum Stand und habe wirklich viel mitgenommen. Allerdings war es ein wenig chaotisch, denn die Dame war nicht alleine, sondern hatte noch jemanden dabei. Das war entweder der Lebensgefährte oder der Freund. Und ja, der fand das nicht so gut. Erstens, wie viel ich gekauft habe und wie ich verhandelt habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine sehr anstrengende Sache. Aber zum Schluss habe ich wirklich coole Sachen für einen guten Preis mitgenommen. Und ja, ich bin noch hier. Also es ist nicht ausgeartet. Und ja, ich habe leider vor Ort nicht gesehen, dass der hier schon mal geklebt wurde. Ist aber erstmal kein Problem. Ich werde ihn mir schön hinstellen und auch ein bisschen säubern. Da gibt es gute Möglichkeiten. In der Infobox habe ich beispielsweise auch mal einen Zauberschwamm verlinkt. Mit dem kriegt man vor allem hier so ein bisschen den Abrieb weg. Ja, und dann putzt man das Teil und dann sieht er eigentlich wieder wie neu aus. Übrigens, das meiste, was ich heute zeige, verkaufe ich auch weiter. Das bedeutet, check gerne meinen Shop in der Infobox aus. Machen wir mal weiter mit dieser Figur hier. Es ist eine Lego-Figur. Diese ist von 1997, Lego Group. Unglaublich. Richtig cool. Ja, die kann man nicht auseinanderbauen. Ich weiß gar nicht, ob es mal eine Werbung war oder ob es damals auch diese Giant-Lego-Figuren gab. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ich glaube, das hier ist ein kleines Schätzchen, definitiv. Ich kann euch nicht so ganz genau sagen, wie viel ich hier für jedes Stück bezahlt habe, denn ja, ich habe zum Schluss gebundelt und dementsprechend spart man da natürlich auf die einzelnen Artikel was. Ja, weiter mit diesem Street Shark hier. Ja, es gibt einige und dieser hier ist auf jeden Fall ein nicer. Manche sind etwas komplizierter, manche sind simpel gehalten. Er hier kann boxen, hat so Boxhandschuhe an und ja, die Arme sind richtig soft, so wie man das von den Street Sharks kennt, ne? Richtig cool, habe ich mir direkt mit dabei gelegt, als ich gebundelt habe. Der hier war ziemlich teuer. Das ist Groudon, Groudon aus ja, einer Pokémon-Ära. Wir haben 2005 hier draufstehen, Nintendo natürlich. Und die alten Figuren, die es damals gab, sind nochmal ein Stück nicer als die heutigen, finde ich. Damals gab es ganz selten Pokémon-Figuren und ja, das hier ist schon eine relativ große Variante. Es gab viele kleine, aber niemals so wirklich große. Heutzutage sieht das anders aus. Dafür wollten sie sage und schreibe 42 Euro haben, ja. Nebenbei gesagt, das Live-Video findet ihr auf meinem Hauptkanal Dean Tramp. Da seht ihr dann eben auch, wie ich das Zeug finde, damit verhandle und dann zum Schluss auch mitnehme, ja. Und ja, ich habe zum Schluss dieses Teil hier noch mitgenommen. Ich wollte ihn unbedingt haben, finde ihn cool und 42 Euro war mir zu viel. Dementsprechend habe ich zum Schluss nochmal gesagt, du pass auf, ich nehme das Teil für 20 mit und irgendwie haben wir uns dann da geeinigt. Ich weiß, 20 ist nicht wenig Geld, aber es ist ein okayer Preis für diese Figur. Ja, das muss man einfach dazu sagen. Machen wir bei Pokémon weiter. Es gibt hier noch einen Glurak. Auch cool. Auch eine alte Figur, 1998, Tomy. Ja, Glurak nimmt man mit, in meinen Augen. Auch wenn es eine Karte ist, nimmt man die mit. Glurak ist eben der Goldesel von Pokémon. Mitunter, natürlich gibt es auch noch weitere, aber generell gefällt mir hier der Glurak, eben weil er alt ist, sehr, sehr gut. Ich glaube, 10 Euro standen drauf. All in all habe ich für die Tüte, die hier unten steht, circa 110 Euro bezahlt. Das kann ich so schon mal sagen, ja. Aber es waren dann noch ein paar einzelne Dinge dabei, wie beispielsweise der Michelangelo oder der Groudon, die dann nochmal extra gekostet haben. Er hier, ja, den habe ich schon. Da fehlt die Gitarre. Trotzdem ziemlich cool von den Street Sharks. Die Haare werden meistens abgeschnitten. Genauso wie man hier leider die Fühler abgeschnitten hat. Auch eine sehr seltene Figur und diese ist auch sehr cool. Man hat hier eine Krabbe, ja, und diese kann eben zugreifen. Richtig nice. Vielleicht kennt die sogar jemand von euch. Machen wir weiter mit dieser Figur hier. Es ist ein
Beast Wars T-Rex. Sehr geil. Ich mag die Farben. Man kann ihn eben umbauen. Ja, kennt ihr höchstwahrscheinlich noch Beast Wars. Ein bisschen wie so Transformer. Leider, leider, leider fehlt hier der Brustteil. Ja. Ein Teil fehlt. Es wäre so geil gewesen, wäre dieses Teil da. Und man muss dazu sagen, der hier ist tatsächlich ziemlich teuer. Ne? Ja, es ist der Tyrannosaurus Rex. Klar ist der teuer. Ne? Ich greife mal hier ganz tief in die Tüte rein, meine Lieben. Tue ein bisschen was raus. Machen mit dem weiter. Ein Orca. Street Sharks mit einer langen Zunge. Wie funktionierte der? Drehen, ne? Naja, gut. Ich glaube, den befüllt man mit Wasser, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben ein Michelangelo in klein. Ja, leider stark bespielt, trotzdem. Richtig cool. Nehme ich gerne mit, finde ich gerne. Diese Turtle-Figuren sind auf jeden Fall Kindheit für mich. Höchstwahrscheinlich für euch auch, da bin ich mir fast sicher. Dann haben wir hier eine richtig nice Figur. Er mit dem Schlagring kann nach unten schlagen. Ist natürlich auch sehr bespielt. Hätte den gerne mal aufbereitet, ja. Auch farblich. Ah, dass das weiß ab ist, ärgert mich ziemlich. Geiler Shark, definitiv. Ich mag auch die Street Sharks. Es gibt ja noch die Extreme Dinosaurs. Die finde ich auch nice, aber nicht so geil wie die Street Sharks eben. Die haben noch mal ein bisschen mehr Spliff, finde ich. Dann haben wir eine He-Man-Figur hier. Goldenen Hand. Geht sogar. Gar nicht so ausgeleiert, wie ich dachte. Zwar bespielt, aber wie gesagt, kriegt man alles sauber. Ist natürlich auch aus den 80ern. Habe ich mitgenommen. Greife ich hier nochmal rein. Guck mal, hier sind noch Preise dran. Hier fehlt sicherlich was. Falls er da komplett machen könnt, gerne melden. Neu steht hier. Ja, neu ist er leider nicht. Aber gut. 10 Euro. Der Punkt ist... Oh, okay. Vielleicht fehlt da doch nichts mehr. Sieht mir aber trotzdem so aus, als würde hier oben drinne was fehlen. Jedenfalls, ja, habe ich die größeren Figuren, die Street Sharks und so weiter und so fort gefunden und habe direkt alle gebundelt. Dementsprechend passt der Preis hier nicht, ja. Wie gesagt, zum Schluss habe ich einen Gesamtpreis bezahlt. Auch der hier ist ziemlich selten. Habe ich so ganz, ganz selten gefunden. Dann haben wir ihn hier, Turtle, auch ein alter, ist eine Reihe, die damals wirklich nicht gut angekommen ist bei den Kindern. Kann ich auch ein bisschen verstehen, man kann ihn hier aufziehen und dann schlägt er so, seht ihr das? Auch alt und offiziell, immer noch besser als der Taucher, sagen wir es mal so. Da gab es auch noch einen Taucher, ich glaube das war Michelangelo. Den habe ich zum Schluss auch nochmal einzeln mitgenommen, habe ich auch ein bisschen zu viel bezahlt, glaube ich. Naja, fehlt mir noch und ja... Batman-Reihe von damals, einfach mega nice. Kenner. Kommt eigentlich fast nichts ran. Animated Series sowieso super stark. Weiter geht's hier mit noch einem Shark. In Gold. Jupp. Viele Leute nehmen lose Figuren ohne Zubehör manchmal nicht mit. Ich tue das doch, weil mir macht es auch Spaß, das Zeug zu vervollständigen. Und ja... Selbst wenn ich es dann nicht schaffe, passt mir die Figur auch so. Hier ist das Bein ein bisschen verdreht. Ja, He-Man-Figur. Was haben wir hier noch? Oh, da ist ja noch ein bisschen was. Okay. Mit dem weiter. Oh ja, 10 Euro stand drauf. Sehr geil aber. Oh mein Gott, wie cool sieht der Turtle denn aus? Richtige Jeanshose an. Turtle Rocks. Oh Mann, wie cool. Bandana auf. Ja, Leonardo macht hier eine gute Figur, den werde ich definitiv reinigen und mir auch schön hinstellen. 10 Euro, bisschen viel, aber jo. Wenn man mehrere Artikel auf einmal nimmt, spart man da auch bare Münze. So ist das auf dem Flohmarkt. Ihn hier kennt man. Dann diesen Robin mit Umhang. Finde ich auch cool, habe ich noch nicht. Ist eine Reihe, die mir nicht ganz so zusagt, aber oh, was willst du machen? Und nochmal einen alten Kenner-Batman. Ja? Der ist leider auch ein bisschen bespielt. Ich habe echt schon mal überlegt, ob ich die mal einem Kollegen gebe, der so ein bisschen aufbereitet, was Toys betrifft. Ich glaube, das macht manchmal schon Sinn. Es wäre auch spaßig, das selbst mal auszuprobieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gemacht habt oder solche Angebote in Anspruch nehmt.
Ja, meine Lieben, das war meine Ausbeute. Ziemlich cool. Ich bin mir sicher, einige von euch kennen auch ein paar dieser Figuren hier. Und ja, falls ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein möchtet, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Falls ihr etwas von hier interessant findet und kaufen möchtet, checkt gerne meinen Shop ab. Den findet ihr in der Infobox deantramp-shop.de. Und ansonsten sage ich, macht es gut und ciao, ciao.